Buenos dias, buenos dias. Hallo, ihr Lieben, ich grüße euch. Ja, wir haben Sonntag. Heute ist der große Tag und wir haben schon fleißig gefeiert. Wir haben auch schon 11 Uhr. Hab das heute jetzt nicht schon mitgenommen. Aber ich denke mal, ihr könnt das verstehen. Wir haben draußen ein bisschen geschmückt. Die Erfahrung ist, dass die Luftballons, die wir gekauft haben, eher nicht so eine geile Qualität hatten. Zwei sind schon platt. Der Rest ist schön geschmückt, da hinten haben Orangen aufgehangen, den presse ich gleich, da liegt der Etigon. Er konnte sich nicht entscheiden, rein, raus, rein, raus, rein, raus. Da habe ich ihn da draußen verbannt, muss er da liegen bleiben. Das waren die Kinder. Trikes und die Mama ist mit Livia zum Strand. Der Papa ist hier und ich bereite hier weiter vor. Ich mache so leckere Spieße, nehme bei Elsie Brötchen. Mit Eier gekocht, ich kriege hier keine bunten Eier und Livia hat sich unbedingt Eier gewünscht und deswegen wollte ich die gleich bunt anmalen, ein bisschen dekorieren und nachmittag kriegen wir Besuch um 14 Uhr und dann geht die Party weiter hier. Ja, deswegen werde ich heute auch ein bisschen weniger vloggen, weil das halt alles ein bisschen privat. Ja, wir werden groß feiern, den ganzen Tag. Es gab schon fleißig Geschenke heute Morgen um 5:30 oder um 6 war das. Und ja, ich war gerade kurz im Shop vorne, weil wir kein Mehl mehr hatten mit Olivia. Haben wir geholt, hat sie ein Ei geschenkt gekriegt, weil sie ihr Hütchen auf hatte und ihre Geburtstagsbrosche. Und jedes ältere Pärchen, was hier vorbeigeht und das sieht, bringt diese Kleinigkeit mit. Also heute Zuckerschock Deluxe. Aber mein Gott, ist nur einmal Geburtstag. Und ja, jetzt werde ich gleich die Wassermelone schneiden. Heute Mittag gibt es Klöße mit Stampfkartoffeln, Speckböhnchen und Schnitzel, vegane Nemo geholt. Und ja, wir werden heute, wie gesagt, schön feiern. Ja, ich würde mal weiter schnibbeln hier, schön anrichten die Gemüsespieße und dann zeige ich euch die gleich. Das sind einfach nur Weintrauben, die ich schon gewaschen habe. Erdbeeren, Kakis und Wassermelone, die schneide ich jetzt als nächstes. Und dann mache ich dann mit Zahnstochern lustige Spieße. Ein Brötchen esse ich gleich. Ich habe schon ein halbes weg mit Ei. Ich bin gegönnt. Wir holen so selten Eier. Hatte ich mal Bock drauf. Ja. Ist so. So. Spieße her. Wassermelone. Und jetzt wird geköpft. Und dann schneide ich die in kleine Stücke. Schön saftig, aber nicht zu saftig, also die perfekte Stärke, also Reifegrad abgepasst. Ja, leckere Würfel gleich schneiden. Dann haben wir für die Kinder Fruchtspieße, auch für die Kinder, die nachher noch alle kommen. Ich glaube, sind hinter 8 Kinder oder 9, ich weiß es gar nicht genau. Und was wird das da hinten am Spielplatz gefeiert, hier am Platz. Da muss ja genug zu Futter für alle da sein, damit natürlich auch Chips und ein bisschen Schokolade noch. Hat man noch von den Reisetagen über, die verteilen wir einfach auch noch in Schüsselchen. Ja, zack. Zack, die Bohne. Ich glaube, Kaki brauche ich gar nicht dafür. Nee, nee, nee. So, oh, Spieße sind fertig, so sehen sie aus. Ja, werden ja noch bunt gemalt. So hält es alles aus. Muss erst ein bisschen an. Zack. Aber nichts mehr. Das ist jetzt gestunken. Hier draußen ist auch schon ein bisschen was für später. Die Homie ist da hinten wieder am Rumasseln. Papa Wutz und der Bruder Schorsch ist auch da. Komm mal zurück da, du Ochse. Meine Güte. Komm hier. Komm hier, fein. Du bist ein Knochen, ey. Mal hopp. Unglaublich. Die macht der Hopp. Mach bei dir Hopp. Du kriegst mein Brötchen nicht. Ja, Popcorn gab es auch. Habt ihr bestimmt schon gesehen. Heute gibt es die Säfte für die Kinder, die zu Besuch kommen. Man muss gedacht, jetzt einfach. Die kosten nur 1,50 im 6er-Pack. Und ja, jetzt esse ich das Brötchen. Lass mich beschimpfen vom Etty.
und dann gucke ich mal, was der Tag noch so bringt. Und gleich fangen wir mit Mittagessen vorbereiten, wobei es sehr einfach ist. Heute gibt es Schnitzel aus dem Airfryer und Kartoffelklöße, fertige schon. Hör auf zu schimpfen mit mir. Kartoffelpü und Speckbrötchen. So, wollte ich fast ganz vergessen zu erzählen. Wir haben 5 Kilo Orangen gekriegt für 2 Euro. Ich habe mir für 2 weitere Euro so eine Orangenpresse geholt. Mal Zitruspresse nennt sich das, keine Ahnung. Ja, und jetzt trinken wir frisch gepressten O-Saft. Der ist so lecker. Den lassen wir uns jetzt richtig gleich schmecken. Ja, und dann geht die Party gleich los. Zack. Mal so 5 Orangen ergeben. Ein Glas, ein großes Glas mit 0,3 Liter. Hinter mir auf dem Sportplatz, daneben ist so eine ganz große Picknickanlage, da haben wir uns bereit gemacht. Pünktlich wie die Maurer, 5 Minuten vorher. Aber wie das halt so immer so ist, ihr kennt das wahrscheinlich, haben wir was vergessen. Und zwar die Pappteller, Plastikbesteck und ein Gefäß für Ettis trinken. Ja, hier ist übrigens der Außenbereich. Schwimmbad, aber der ist aktuell geschlossen. Läuft aber trotzdem. Ja, die Pumpen wahrscheinlich. Ja. Da müssen wir halt nicht heizen, kein Abstellen für. Und ja, und sie wahrscheinlich im Winter. Naja, schade, aber man kann es verstehen. So, ich glaube jetzt nochmal zurück zu Place. Und dann hole ich die Sachen. Dann kann die Party gleich steigen. Da oben vom Berg übrigens sind die Paraglider immer am Abspringen. Das sieht auch immer richtig schön aus, wenn die da hin und her jüchseln. Und da langsam gehen Erde fliegen. Ja, so. Wir haben voll viele so Dürrautomaten stehen mit Obst drin. Ich glaube, da vorne war man Bananen. Naja, wenn es schmeckt, ne? Ja, gestern haben wir jetzt noch nicht viel. Eigentlich wollten wir heute ja Schnitzel machen mit Brechbohnen und Kartoffeln und Bums und alles mögliche Hollandaise. Aber ja, wir haben noch Reste gesnackt zwischendurch und Pfannkuchen und Obst und frisch gepressten O-Saft habe ich euch ja gerade gezeigt, haben wir alle getrunken. Da kam der Hunger jetzt noch nicht aus und für 14 Uhr hatten wir die Feier gecallt. Haben jetzt 14 Uhr. Und ja, gibt nachher Essen dann. So, jetzt hole ich mal den restlichen Stuff und dann geht's los. Feierabend. So, alles aufgeräumt, gespült, gegessen. Njam, njam. Die Bayern haben verloren. Da, 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 da. Ja, das war das zweiterfreulichste am Tag. Ja, hatten einen schönen Tag. Die Maus hatte Spaß gehabt, viel Spaß. Wir haben noch eine Tüte mit Geschenke vergessen. Die haben wir gerade nur eben rausgeholt. Und ja, ups, verrutscht. Morgen ist Montag. Wir starten wieder in die Woche. Wir haben wieder den Müll einfach nur daneben geschmissen. Ja, der ist ja auch rappelvoll. Aber wenigstens zumachen kann man die Säcke ja. Naja. Hallo. Hallo. Ja, ihr Lieben, wir kommen jetzt auch zur Ruhe. Ich hoffe, es hat euch gefallen. War ein kurzer Tag heute, ich weiß, aber habe ich ja gesagt, haben wir alles ein bisschen privat gehalten. Ihr Lieben, morgen geht's wieder los. Morgen steht einiges am Programm. Schön, würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. Ich wünsche euch einen tollen Abend und sage bis morgen. Tschüss.